In den Aussprüchen der Väter, liebe Schwestern und Brüder, wird folgende Begebenheit erzählt. Es kam ein Großer aus der Fremde in die Sketis. Er hatte viel Gold bei sich und der bat den Presbyter, dass der es den Brüdern gebe. Da sagte der Presbyter, die Brüder haben es nicht nötig. Und als er ihn dann doch vielfach bedrängt hatte, stellte er das Körbchen Goldes zur Tür der Kirche. Und es sagte der Presbyter, wer nötig hat, nehme. Aber niemand näherte sich diesem Körbchen. Einige gar beachteten es überhaupt nicht. Da sagte ihm der Presbyter, Gott hat deine Liebesgabe angenommen. Geh, gib das den Armen. Und mit viel Nutzen ging er weg. Ich will mir jetzt gar nicht vorstellen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir ein solches Körbchen Goldes hätten und es an die Tür unserer Kirche stellten. Ob es denn gar nicht beachtet würde? Wir können uns ja einmal ganz kurz prüfen, es merkt ja niemand. Hätten wir nicht vielleicht eine kleine Idee? Man kann das ja immer irgendwie brauchen. Und man kann ja auch am Ende, so sagen wir uns, auch noch etwas Gutes damit tun. Was ist das, dass die Mönche einfach daran vorbeigehen? Die Brüder haben es nicht nötig, sagt jener Presbyter. Und wir mögen uns fragen, und deshalb hören wir heute diese Schrifttexte, was haben wir eigentlich nötig zum Leben? Was brauchen wir wirklich zum Leben? Was macht unser Leben aus? Denn dieses Evangelium, das Jesus so eindrücklich erzählt, geradezu spannend erzählt, obwohl wir das natürlich schon mehrfach gehört haben, ist das immer wieder spannend. Das hat einen Blick nach außen und nach innen. Die Frage nach innen haben wir uns gerade mit diesem alten Ausspruch der Mönche vorgelegt. Aber es gibt auch eine Frage nach außen, nämlich mit der Frage, wer ist denn heute unser Lazarus? Ich weiß, wir könnten jetzt eine klassisch-moralische Predigt halten. Ich will nur ein Beispiel nennen. Man muss diese Meldung, die sehr aktuell ist, nämlich in unseren Medien, wirklich lange suchen, bis man sie findet. Ich habe lange suchen müssen heute. Es sind inzwischen tausende Kinder spurlos verschwunden. Sie gehören zu den Flüchtlingen. Sie kommen in Griechenland an und sie verschwinden. Was ist da los? Teilweise werden sie mit Geld von den Familien, die irgendwie nicht herauskommen, aus den Kriegsgebieten vorgeschickt, auf dem Weg zu Verwandten, zu anderen Teilen der Familie, die schon in den europäischen Ländern sind. Aber sie kommen doch nicht an. Tausende. Stichwort Organhandel, Sexsklaverei, für die das Geld haben, die sich Kinder leisten können, um ihren persönlichen Lüsten nachzugehen. Das ist Europa, liebe Schwestern und Brüder. Und gerade heute ist in unserem Land das Asylrecht verschärft worden. Auch gefordert von sogenannten christlichen Parteien. Ich weiß gar nicht, mit welch tiefrotem Kopf wir beim Endgericht meinen, stehen zu können. Was ihr dem Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Es ist genauso wie dieser fette Reiche hier im Evangelium. Der lebt in Saus und Braus, der draußen vor der Tür liegt, der kümmert ihn überhaupt nicht. Aber er kennt seinen Namen. Und als er dann selber in Schwierigkeiten ist, soll der aus Abrahams Schoß kommen und ihm die Zunge kühlen. Man muss es sich wirklich vorstellen. Es ist eine Schande, liebe Schwestern und Brüder. Wir sind eines der reichsten Länder dieser Erde. Man kann auch einmal fragen, ich will aber jetzt kein Wirtschaftsseminar halten, wo dieser Reichtum herkommt. Der hängt natürlich auch mit unserem Fleiß zusammen. Gut, schön. Aber der hängt auch damit zusammen, dass wir die anderen, die jetzt langsam zu uns fliehen, ausgebeutet haben. Damit hängt das auch zusammen. Und es ist eine Wahrheit, das sagen zu dürfen. Und dass wir uns nicht schämen. Man kann das nie kontrollieren. Jesus stellt im Evangelium kein Kriterium auf und sagt, ihr müsst schauen, wem ihr helft. Ihr müsst gucken, dass der auch moralisch integer ist. Der muss ganz in Ordnung sein. Dann dürft ihr ihm helfen. Ich lese diesen Satz im Evangelium nicht. Draußen vor der Tür der Reichen liegt einer, der nichts zu essen hat. Der keine Zukunft hat, kein Leben, kein Heim, keinen Besitz. Und dann kann man in unseren Medien manchmal darüber noch sich echauffieren, das kann man nachlesen,
dass solche Leute, die fliehen, ein Handy haben. Und sagen, ja, das ist aber doch wirklich jetzt ein Luxusprodukt und dann haben die ein Handy. Wie sollen sie sich sonst verständigen auf dem Mittelmeer? Wie soll ein Jugendlicher von 18 Jahren seinen Eltern sagen, dass er noch lebt? Das bestimmen wir. Wenn wir durch dieses Evangelium nicht wach werden, liebe Schwestern und Brüder, ich weiß es nicht, wann wir wach werden. Sie sollen hören auf die Propheten und auf Mose. Das tut Europa schon lange nicht mehr. Es gibt kein christliches Europa mehr. Und sie werden auch nicht hören, wenn einer von den Toten aufersteht. Ja, auch das ist geschehen. Worauf bereiten wir uns vor? Auf Ostern. Er ist auferstanden. Und es bleibt bei der Beobachtung des Jeremia. Arglistig ohnegleichen ist das Herz und unverbesserlich. Wir können. Das ist die große Einladung, weshalb wir auch ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit begehen. Gottes Geduld ist unglaublich groß mit uns. Wir können dieses arglistige Herz verbessern. Gott gibt uns immer noch eine Frist. Aber es liegt an uns, ob wir sie nutzen.